Und ich bin dankbar, dass es geklappt hat, sagte der beste Skirennfahrer der Gegenwart in der ARD als Hirscher mit dem famosen Vorsprung von 1,66 Sekunden Ziel abschwang, klatschten der zweitplatzierte Norweger Henrik Kristoffersen und Alexis Bintourault aus Frankreich als dritter Beifall. Marcel fährt in einer eigenen Liga, sagte Kristoffersen auf einem extrem komplizierten Hang in Slowenien. Zeigte Hirscher mit zwei Laufbestzeiten seine Ausnahmeklasse, die sich mit Zahlen seiner beeindruckenden Karriere untermauern lässt. Dank seines 56 Sieges ist er nun alleiniger Vierter der ewigen Bestenliste hinter Ingemar Stenmark 86, Lindsey Vonn 81 und Annemarie Moser-Pröll 62. Von zuletzt 13 Riesenslaloms gewann Hirscher 11. Und der siebte Triumph in der Gesamtwertung ist bei 269 Punkten Vorsprung auf Kristoffersen wohl nur eine Frage der Zeit. Heute habe ich den Druck gespürt. Das brauche ich nicht wegzureden, sagte er im ORF auf die Frage, welche der Zahlen und Erfolge ihn am meisten freue. Sagte er, wahrscheinlich die Kombination aus allem. Für mich kommt das alles ein bisschen überraschend. Ich bin sehr zufrieden, dass ich das Weltcup-Finale mitnehmen darf, sagte der Allgäuer in der Art für Dörpfer, der seine Position unter den besten 30 in dieser Disziplin behauptete. War es der beste Weltcup-Riesenslalom seit etwas über zwei Jahren? Ich bin sehr zufrieden und extrem happy, sagte er als Dopfer. 21 nach dem ersten Lauf, im Finale im Ziel zunächst in Führung lag, schrie er seine Freude heraus. Da haben brutal viel Emotionen eine Rolle gespielt. Ist extrem viel Ballast abgefallen. Das war extrem schön, sagte Dopfer, der im gesamten Winter mit den Nachwirkungen seines Schien- und Wadenbeinbruchs zu kämpfen hatte. Es war eine brutal schwere Saison. Ein ziemliches Gemurkse, sagte er. Es ist gut,